meine Lieben, wir sind auf dem Weg in die Stadt. Es ist jetzt sogar Mittagszeit gerade, weil wir werden euch jetzt mal ein bisschen durch die Stadt führen und zeigen, was wir empfehlen können, also Daniel und ich, was wir empfehlen können, was man mittags sich sehr gerne zum Essen mitnehmen kann oder auch schnell mal bei Bäcker holen sollte. Das heißt natürlich nicht, dass, wenn es euch nicht schmeckt, dass ihr das auch holen sollt, aber wir werden ein bisschen auf die Alternativen eingehen. Und ich habe auf Instagram nachgefragt, wo ihr euch denn am liebsten was holt und wo ihr ein bisschen Hilfe braucht. Und genau zu diesen Orten gehen wir jetzt. Welches Subway haben wir genommen? Wir wollten eigentlich das vegane Teriyaki Chicken haben, aber das gab es leider nicht, obwohl das sogar gerade beworben wird. Was wir dann genommen haben oder was uns angeboten wurde als fleischlose Alternative, früher gab es immer nur das Veggie Sub und das hat einfach gar nichts drauf. Es gab noch so eine vegane Patty-Alternative. Aber Vollkornbrot. Vollkornbrot. Innen drin seht ihr die Alternative. Was ich richtig cool an Subway finde, ist, die haben ihre gesamten Nährwerte online stehen, auch sehr, sehr schön aufgeschlüsselt und nicht in so einer riesen Tabelle, wo keiner was versteht. Ich verlinke euch das gerne mal unten. Also ich finde Subway immer eine gute Alternative, weil man selbst eben viel Frisches reinmachen kann. Man kann die Brotart auswählen. Und was ich auch toll finde, ist, dass man auch die Soßen dazu auswählen kann. Da müsst ihr immer drauf achten. Natürlich mit Käse macht es kalorienreicher. Und man hat nicht so viel von. Und ich finde es eigentlich noch ganz gut, dass es immer wieder so ein bisschen erhitzt wird. Mhm, da haben wir doch so eine warme Mahlzeit. Ich finde es was anderes so vom Kopf. Das stimmt. Wir haben auf jeden Fall die Honey Mustard Sauce genommen. Die ist nicht so, so schwer. Super lecker. Aber ach so, das ist das Patty, besteht wirklich nur aus Gemüse? Glaube ich schon, ja. Es gibt sehr, sehr viele bewusste, gesunde und trotzdem sättigende Möglichkeiten bei Subway. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und es schmeckt definitiv. Mhm. Also. Jetzt kommen wir zur Bewertung. Wir summieren das am Ende alles in einer Zahl. Das heißt, Preis war sättigend und lecker. Und wie gesund ist es dann letztendlich doch? Spicy Vegan. 3,99 Euro. Wenn man das alleine isst, kann es echt gut sättigend sein. Also wir haben jetzt halbe gemacht. Und für mich war also auch die Hälfte war jetzt erstmal echt völlig okay. Und auch durch das Vollkorn. Und ich finde, es ist gar nicht so viel teurer als mittlerweile ganz normal beim Bäcker, wenn man sich ein Sandwich holt. Eher günstiger noch. Ja. Von der Menge her eher günstiger. Deswegen, also Preis finde ich echt top. Ich muss sagen, Geschmack hat mir richtig, richtig geschmeckt. Und ich bin auch satt davon. Also ich kann eigentlich nur sagen, ich bin total positiv. Hey, ich bin bei 10 Punkten. Ja, also ich gebe jetzt 9 von 10, weil ich manchmal so Nicht-Brötchen-Sachen noch sättigender finde, auch vom Kopf her. Deswegen gebe ich 9 von 10, aber ich bin echt sehr positiv überrascht. Wir kommen zum nächsten. Wir waren bei Dean & David und haben hier auch eine Nährwerttabelle, die wir euch gerne unten verlinken können. Ich finde, die hatten auch echt eine richtig appetitliche Auslage, ja, oder? Das sah super richtig, frisch aus. Richtig toll. Also das macht Dean & David schon richtig gut. Die viel vegan und viel Veggie. Ja. Das hier ist der Paris Express. Ach, salut. Das Gute finde ich, wenn die Soße so mitgeliefert wird, man muss nicht alle dran machen. Man kann erstmal nur die Hälfte, vielleicht reicht sie auch. Es wurde auch bei uns gefragt, ob wir gerne Brot dazu hätten, oder? Ja, wurde gefragt, wurde verneint. Und da kann ich euch gleich sagen, wenn ihr eher diejenigen seid, die sagen, hey, ich möchte mittags gerne noch fit bleiben und Brot macht mich ganz träge, dann geht mal bei Dean & David vorbei. Die haben echt ansprechende Salate, die auch fertig sind, die alle frisch wirken, vegan, nicht vegan. Und ihr könnt Brot dazu nehmen, wenn ihr sonst nicht satt werdet. Was man sowohl bei Subway als auch bei Dean & David sagen muss, ist, wenn es euch darauf ankommt, dass ihr ein bisschen bewusster esst und nicht so ganz sehr, sehr kalorien-heavy, dann lasst vor allen Dingen die Beilagen weg oder die Sachen, die eher so für den Nachtisch gedacht sind. Ist ja klar, ist ein Nachtisch. Aber wenn man jetzt geguckt hat bei Subway, war der Keks, der berühmte Subway-Keks, den wir eigentlich alle lieben, mindestens die Hälfte kalorienmäßig von einem Subway. Das heißt, was, der Keks, der ja, an der Kasse? Der Keks hat über 200 Kalorien. Boah. Seid euch dem immer bewusst. Das ist wirklich eine Bombe dafür, dass ihr relativ schnell diesen Keks esst. Und so ist es auch bei Dean & David. Die haben richtig leckere auch Kuchen und Schnittchen und alles. Aber die süßen Sachen sind oft die Kalorienbomben. Und da lieber gucken, hey, ich möchte mich satt essen, ich möchte mich gut fühlen und da lieber auf die anderen Sachen zurückgreifen. Kommen wir zur Bewertung, was Dean & David angeht. Wir waren schon einige Male dort. Es gibt auch viele warme Sachen. Ja. Suppen. Die Suppen kann ich auch richtig, richtig empfehlen. Und lasst euch nicht beirren, weil man denkt immer, Dean & David,
ist automatisch gesund. Da muss man auch so ein bisschen immer noch hinter die Kulissen schauen. Aber was sagt es denn preislich? 7,75 €. Das ist natürlich im Vergleich zum Subway schon ein heftiger Preis. Deswegen gibt es bei mir da ein bisschen Punktabzug. Er ist von der Sättigung natürlich nicht dasselbe wie so ein Sandwich gewesen. Deswegen kriegt jetzt Steven und David von mir 7/10. Ja, ich wäre auch bei 7/10. Sie haben ja auch gefragt, ob man Brot dazu haben will. Aber für mich ist es einfach wirklich eher so eine Vorspeise. Und ja, ich weiß halt genau, wenn ich mich so mittags ernähren würde, hätte ich abends so richtig Hunger. Auf dieses Essen bezogen jetzt und so, was noch alles gab, 7/10, das passt. Was haben wir uns beim Bäcker geholt? Oh, was Leckeres, was Leckeres. Genau, es gab ein Panini mit Grillgemüse. Natürlich gibt es nicht immer bei jedem Bäcker. Bei uns gab es jetzt hier bei der Kaiserin. Extra warm gemacht noch. Genau. Mit ganz viel Gemüse drin und es duftet herrlich. Und was man immer sagen kann, auf was achten wir, wenn wir zum Bäcker gehen? Also keine so Creme vielleicht drauf, oder? Manche wollen ja auch richtig fett Creme drauf haben, aber... Und die Butter, die sie manchmal drauf schmieren, ist extra so dick. Deswegen, eine Butterbrezel hat so viel mehr Kalorien als eine normale Brezel. Und das Grillgemüse trieft auf jeden Fall nicht von Fett, sondern es wirkt gut. Man merkt auf jeden Fall direkt auch, dass nicht zu viel Soße oder sonst irgendwas drauf ist, sondern man hat wirklich Gemüse im Mund. Ja. 3,60 €, finde ich, geht eigentlich wirklich auch von der Größe her. Ja, es ist erinnert mich schon sehr an Subway von der Größe. Ja. Und es ging super schnell natürlich. Und für diejenigen, die sagen, Anne, ich esse aber lieber was Süßes, was soll ich denn einmal nehmen? Soll ich das Butterhörnchen nehmen? Soll ich Nusshörnchen nehmen? Croissant? Also, erstmal ein bisschen so Abstand nehmen, wenn ich muss, von den ganzen Blätterteiggebäcken. Irgendwas Hefemäßiges. Rosinenbeck hieß es, glaube ich, ja. Boah. Lecker. Und ich vermisse keine Schokolade, obwohl ich ein Schokoliebhaber bin. Also Bewertung vom Bäcker. Und diesen Bäcker natürlich jetzt, aber ja, generell würde ich sagen, Bäcker ist immer eine Alternative wert. Da muss man die richtige Wahl treffen. Für hin und wieder ist es ganz gut. Bisher schon bei mir auf dem letzten Platz mit 6/10, weil einfach, ja, es gibt halt so wenig Alternativen. Genau, es liegt eigentlich am Bäcker-Dasein, auch wenn es sehr, sehr lecker ist. Langsam kommt die Sättigung, aber wir laufen jetzt noch ein bisschen rum und dann gibt's noch einen Stop und zwar das klassische Imbissgericht schlechthin, für die Deutschen jedenfalls. Wir gehen zum Döner. Was gibt's bei dir? Bei mir gibt's Jufka oder Dürüm, wie viele sagen. Und zwar mit, damit sie einfach alle sehen können, mit Hähnchen drin. Beiß jetzt mal ab, es ist schon schön warm, riecht so ein bisschen verbrutzelt, aber das ist gut. Man kann sich wirklich, gerade wenn man mit einem Kollegen oder Kollegin Mittagsessen geht, kann man sagen, hey, schneiden wir durch und man teilt ihn zu zweit. Oder man kann halt auch beim Jufka super sagen, mach mehr Gemüse rein oder mehr Salat. Da ist man super flexibel. Und was habe ich genommen? Ich habe eine Gemüsebox genommen, ich zeige es euch mal. Mit Falafeln. Ich habe hier Bulgur drin und vor allen Dingen auch viel Gemüse. Es gibt mittlerweile ganz viele Alternativen für Vegetarier oder Veganer auch, zum Beispiel Falafel. Aber die sind oft nicht die kalorienbewusstere Alternative, wenn man nicht drauf achtet. Also vergesst nicht, Falafel besteht aus Kichererbsen und die werden vor allen Dingen frittiert. Und darüber hinausgehend gibt es ja oft Halloumi, also diesen typischen Käse, der sehr auch fettreich ist. Und deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel Seitan zu wählen, was bei uns bei einigen Dönern so ist, wir wollten bewusst jetzt keinen davon nehmen, weil viele haben das nicht, dann würde ich eher dazu tendieren, das Ganze eher mit Gemüse zu füllen oder einfach zu sagen, hey, ich mache daraus mehr so einen Salatdöner. Also eins hat 4,90 € gekostet, eins 6 €. Ist ja relativ ähnlich vom Preis her und ich muss sagen, ich gebe dem Döner 10/10, weil man ist super flexibel. Man kann mit oder ohne Brot nehmen, man kann eine Dönerbox nehmen, man ist einfach von der Vielfältigkeit her ist man on top. Man kann mehr Gemüse, weniger Gemüse, mehr Salat, bam, 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 bam. Top, finde ich, wirklich. Also damals hätte ich es wahrscheinlich anders gesehen. Mittlerweile gibt es so viele Alternativen für Vegetarier und Veganer. Auch bei den Soßen mittlerweile, mit Hummus, mit Tomaten. Manche machen Tomatensoße rein, hier hätte man auch die Möglichkeit gehabt. Mhm. Wenn das so ein Döner ist, so ein Döner-Imbiss, dann würde ich auch sagen, ich würde jetzt 9/10 geben. Man ist auch super satt und hat ganz viel Frische dabei. Es schmeckt auch einfach mega.
Ihr habt halt auch geschrieben, dass ganz viele von euch gerne zum Chinesen oder zum chinesischen Imbiss gehen und nicht wissen, was sie da nehmen sollen. Wovon ich auf jeden Fall immer abraten kann, ist, dass ihr die gebratenen normalen Nudeln nehmt. Die werden in Öl getränkt und schmecken meistens nach gar nichts. Greift ihr lieber auf Reis, der ist gedämpft. Deswegen auch lieber nicht den gebratenen Reis. Es gibt natürlich auch ganz viele Lokale, die machen das super toll. Aber von den Imbissen eben auch ganz viele, die einfach irrsinnig viel Fett dranhauen. Und ganz wichtig, besonders beim Asiaten, ist die Soßenauswahl. Die ist natürlich generell immer wichtig. Aber nehmt irgendwas auf Sojasoßenbasis. Auf jeden Fall nicht mit zu viel Kokosnussmilch und anderem Creming drin, weil da wird es dann schon richtig heftig, auch zum Beispiel die typischen Erdnusssoßen. Bei den Preisen sind die Chinesen ja immer wirklich sehr großzügig, deswegen bei dem Preis kann man absolut nichts sagen. Wir haben jetzt für 7,90 Euro ein wirklich großes Essen bekommen. Das würde ich jetzt gar nicht alleine schaffen. Da würde ich jetzt die Hälfte noch einpacken und mitnehmen. Und es hat auf jeden Fall auch richtig schön satt gemacht und lecker geschmeckt. Das Einzige, was natürlich immer ein bisschen Problem ist, sind sehr, sehr viele Kohlenhydrate oft dabei. Da müsst ihr euch selbst so ein bisschen stoppen. Ich finde das Ganze, da es ja oft nicht so innovativ ist, außer ihr geht jetzt wieder zu sehr, sehr coolen Lokalen, wo es modernes asiatisches Essen gibt. Aber es ging jetzt hier wirklich um Standard-Imbiss, würde ich dem Ganzen 6 von 10 geben. So, was ist denn so typisch deutsch beim Italiener? Da zieht es einen schon oft hin, wenn es um die Mittagspause geht. Ich glaube, weil es schmeckt immer so allen. Ja, und es gibt auch so viele unterschiedliche Sachen. Pizza, Pasta, Amore. Genau. Das heißt, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen essen geht und dann die Entscheidung fällt, dann ist halt oft italienisch, weil jeder etwas für sich findet. Die Veganer, die Vegetarier, die, ja, die viel Fleisch essen, wenig Fleisch, die einfach Nudeln mögen oder Pizza. So, ich habe mich entschieden für Gnocchi mit Tomatensauce, weil die Tomatensauce ist ja nicht so die mit Kalorien ärmste Soße, schmeckt mir aber trotzdem lustigerweise am besten. Und Gnocchi hat alle große Vorteile im Vergleich zu Nudeln, dass auch ein gewisser Kartoffelanteil drin ist. Das heißt, es liegt auch danach nicht so schwer am Magen. Also ich vermisse da auch keine Nudeln, weil eben auch ein gewisser Mehlanteil drin ist. Und so hat man aber ein paar Kalorien gespart, aber trotzdem muss man auf nichts verzichten. Boah, ich bin doch satter als gedacht. Das ist natürlich auch sättigend, aber ich muss sagen, dafür, wenn man so ja, kein Fleisch isst oder so, hat man hier natürlich dann wirklich nur Kohlenhydrate, ja, oft beim Italiener. Und preislich ist es natürlich jetzt auch, wenn man jetzt nicht das Ganze bei einem Imbiss holt oder so, ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer, man trinkt ja auch was und so. Gut, wir haben das Einfachste gehabt, wir sind jetzt so bei 8 Euro. Für ein schönes Abendessen und ein schönes Mittagessen zusammen ist es natürlich viel schöner und schmeckt auch, aber ich würde es jetzt nicht so in den täglichen Mittagstisch einplanen. Deswegen gibt es von mir bis jetzt die schlechtesten Punkte 5 von 10. Ja, ich würde so 6 von 10 geben, auch aus den besagten Gründen von Anne. Und dazu kommt noch, wie jetzt zum Beispiel Gnocchi, ich finde, das kann man auch nicht 2-3 Tage hintereinander essen. Beim Döner geht es schon. Ach so. Was habe ich bei der frischen Theke von Rewe alles geholt? Salat ist unten drin, Kartoffelsalat, dann habe ich Bohnen drin für Proteine. Dann habe ich noch Champignonsalat und einen so Gurken-Käsesalat. Und ich habe dann kein Dressing dazu genommen, weil eigentlich die angemachten Salate ja schon Dressings haben. Und da muss man nicht noch extra Dressing nehmen. Jetzt sind wir bei 5,68 Euro und ist schon heavy, schwer, oder? Schwer. Oh ja. Ah, hier steht es ja, 440 Gramm. 2 Euro genau günstiger als Dean & David. Ja, und viel schwerer. Also weißt du, dort habe ich einen. Da war wirklich fast hauptsächlich nur Salatblätter drin. Es gab richtig viel zur Auswahl. Es gab Tortellini-Salat, aber ich würde euch nicht empfehlen, so viel von den Nudelsalaten zu nehmen. Da sind natürlich immer wieder Soßen dabei, die sehr kalorienreich sein können. Sucht da zusammen, was ihr gerne hättet und achtet darauf, dass ihr vielleicht auch immer eine Proteinquelle dabei habt. Für die, die sich vegan ernähren, natürlich ein bisschen mehr von dem Bohnenfleisch. Aber es gibt auch viele mit ein bisschen Käse drin. Dann gab es auch noch ein paar Falafelarten. Schaut einfach, was bei euch gerade so im Sortiment ist. Also ich denke, jeder Supermarkt, der so eine Salatbar hat, der kann eigentlich nichts falsch machen, außer es ist jetzt überall irgendwelches Creme-Dressing dran oder so. Und deshalb bei mir beim Salat wirklich 10 von 10 Punkten. Man ist flexibel, man kann nehmen, was man will. Man hat wirklich keine so hohen Ausgaben, weil ich finde, der Preis ist unschlagbar für die Menge. Für einen frischen Salat und auch mit wirklich Sättigungsbeilage drin. Ihr könnt ja, rein theoretisch könnt ihr auch noch ein Brötchen dazu nehmen, wenn ihr jetzt irgendwie nicht Kartoffelfans seid. Und der Preis ist super
Und darüber hinausgehend, ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Natürlich, ich denke, am Nachmittag wird nicht mehr so viel, obwohl vielleicht für die Abendleute wieder in der Auslage sein. Deswegen, ich finde es toll, dass es Lebensmittelgeschäfte gibt, die sowas haben, weil es gab auch fertige Salate im Rewe, zum Beispiel den Caesar Salad und ja, so. Ja, aber ganz versteckte Kalorien. Also als ich da auf die Nährwerte geguckt habe, wow, das war echt heavy. Also da punkten die natürlich immer mit den Creme-Dressings, weil die wollen, dass es euch schmeckt. Und für diejenigen, die keine frische Theke und keine Salattheke vor allen Dingen haben, haben wir ein bisschen was zusammengesucht, was wir jetzt mitnehmen würden und was Daniel auch ziemlich lange gemacht hat. Und was man fast in, also wirklich jedem Supermarkt findet, oder? Ja, in irgendeiner Art oder in diese Richtung. Als Hauptkohlenhydratquelle könnt ihr jetzt wieder auch ein Vollkornbrötchen nehmen oder Vollkornbrot. Aber was ich richtig cool finde, sind auch immer solche Waffeln in so Sachen, weil man kann vor allen Dingen auch mit den Mengen variieren. Man kann es auch gerne mal zumachen wieder und am nächsten Tag im Büro weiter essen. Ja. Ich finde Linsenwaffeln derzeit am aller coolsten, aber die gibt es nur von Alnatura derzeit, solange ich weiß. Und natürlich soll man nicht nur trockene Mais-, Reis-, Quinoa-Waffeln essen. Ich habe jetzt hier so einen Aufstrich als vegane Alternative. Schaut da natürlich ein bisschen mehr auf die Nährwerte, weil da gibt es auch immer versteckte Sachen. Also welcher zum Beispiel richtig cool war, war dieser Campo Verde Brotaufstrich Paprika Sesam. Den gab es jetzt im Rewe zum Beispiel. Als kleine Proteinquelle, zum Beispiel Körniger Frischkäse, passt sehr, sehr, sehr gut zu den Mais-Reiswaffeln. Und für die ganzen Sachen hier? Und natürlich so ein kleiner Karottensnack. Es werden jetzt einige natürlich schreiben, Anne, das ist noch nicht, das ist nicht gut. Lieber frische Karotten, natürlich. Aber wenn ihr jetzt unterwegs seid und ihr könnt die Karotten nicht waschen und ihr könnt das Ganze nicht irgendwie so zurecht machen, wie ihr wollt, sind manchmal solche kleinen Dinger richtige Helferlein. Zu Hause hole ich mir die natürlich nicht. Und so könnte dann so ein kleines Reisbürgerchen von euch aussehen. Ja, man sieht schon, dass es schmecken wird. Ich meine, und? Gut? Super. Ist lecker, ist frisch, ist leicht, nicht so schwer. Und was man nicht vergessen darf, wenn man mal überlegt, dass wir für das hier, das, für alles insgesamt knapp 6 Euro bezahlt haben. Und es bleibt euch ja übrig für den nächsten Tag. Also Supermarkt ist generell natürlich immer eine gute Sache. Das Einzige, was so ein bisschen ein Negativpunkt bei mir ist, dass es halt kalt ist. Mhm. Ja, das stimmt. Also man hat ja nichts Warmes und es ist wirklich, es hat auf jeden Fall einen Snack-Charakter. Weil das bereite ich auch niemand für einen zu, sondern man holt sich so, packt es aus. Und man kann es nicht on the go essen, man muss schon sitzen und irgendwie so Besteck dazu haben. Bei Rewe gibt es jetzt oder gab es jedenfalls so Besteck, aber müsste man vielleicht immer da haben. Aber das ist eigentlich im ersten Augenblick eine Negativsache, aber eigentlich eine gute Sache, weil man soll sich ja hinsetzen fürs Essen. Man soll nicht gehen, man soll sich Zeit für sein Essen nehmen und das ist auch besser für Kopf, aber auch für das Sättigungsgefühl. Und deshalb hat bei mir der Supermarkt auch wieder 10 von 10, weil man einfach frei ist und jeder kann individuell entscheiden, was er mag. Bei mir hat es 9 von 10, weil es eben manchmal so im Gedanken vielleicht nicht eine volle Mahlzeit ersetzt, weil man denkt, ah, ich hätte gern was Warmes und das gibt es dann halt nicht eher. Das waren jetzt so die meistgenannten Mittagspausenessen, die ihr mich gefragt hattet, die Orte, die ihr am liebsten aufgesucht habt. Wenn es noch andere gibt, die ihr auf jeden Fall getestet haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann Teil 2 und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Workout. Bis dahin, tschüss!